Das Land Nordrhein-Westfalen veranstaltet in diesem Jahr zum ersten Mal die Woche des Respekts. Vom 14. bis zum 18. November geht es darum, ein Zeichen zu setzen gegen Hass und Gewalt und für Respekt. Und ich mache da mit, genauso wie viele Mitglieder der Landesregierung, Abgeordnetenkollegen, aber auch Schulen und Vereine. Ich werde in dieser Woche 8 Behörden in meinem Wahlkreis aufsuchen und dort zum Gespräch zusammentreffen mit Personalräten, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich möchte etwas darüber lernen, wie der Arbeitsalltag dort aussieht und wie es dort mit der Respektlosigkeit und vielleicht auch dem entgegengebrachten Respekt aussieht. Alle Infos zur Woche des Respekts unter www.respekt.nrw.